Welcome back zurück zu Scrap Mechanic Survival. So, und zwar, wir sind in der Folge 6. Ich habe ja gesagt, dass ich zur alten Base zurück bin. Habe ich auch gemacht. Zeige ich euch natürlich gleich. Und zwar, ich habe hier mir zwei, drei Bäume gefällt. Mir die Baumstämme hier aufgestellt. Ja, so. Hab hier zwei noch stehen. Die werde ich hier vorne wie Art Tür oder halt. Ich werde hier einen platzieren, da einen platzieren und hoffe, dass wenn ich hier eine Kuh einsperre, dass sie nicht mehr hier rauskommt. Damit ich ja unendlich Essen habe. Dann habe ich hier hinten das Lager ein bisschen aufgeräumt. Ich habe den ganzen Mais hier platziert, die anderen paar Sachen. Ein bisschen Fleisch. Hab noch ein bisschen von diesem verbrannten Holz geholt, was in der Richtung liegt. Ja, wenn man da hochgeht. Ja, hab ein bisschen so mein ganzes Inventar da verteilt. Ich müsste mein Inventar ja einigermaßen wieder voll haben, denn, wie gesagt, wir waren ja drüben, oder hinten besser gesagt, und ich habe alles mitgenommen. Ja. Heißt, ich habe komplett hinten die ganze Hütte abgebaut, das ganze Beet abgebaut, die ganzen Erdsäcke mitgenommen, also die ganze Erde aufgehoben. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug mitgenommen und hab hier einfach alles dran gebastelt. Und hab das dann, ja, hier mit dem Tragedingsbums hier, die ganze Zeit immer getragen. Dann bin ich irgendwann außersehen zu weit gelaufen und danach, habe ich nur noch die Hebebühne platziert und war kein Fahrzeug drauf. Muss ich wieder zurücklaufen. Das ist mir bestimmt dreimal passiert. Ich hätte mir gedacht, ich hätte es vergessen. Nein, wenn man zu weit weg ist, dann kann man es anscheinend nicht mitnehmen. So. Und zwar können wir ja jetzt Q. So, und davon müssten wir eigentlich noch eine haben. Ich hoffe, ich habe den Schrank mitgenommen. Habe ich den Schrank mitgenommen? Ja, ich habe den Schrank mitgenommen. Darauf habe ich mich jetzt schon bis jetzt am meisten gefreut. Weil die Kisten können wir momentan ja nicht craften. Also habe ich den Schrank aus dem Raumschiff mitgenommen. So. Ich weiß noch nicht, ob ich den hier stehen lasse. Kann ich ihn, wenn ich vor die Batterie stellen? Könnte ich? Stell schon lieber hier so daneben. Dann können wir ein paar Sachen reintun. Keine Ahnung. Irgendwas, was wir immer brauchen. Oder so. Jeden Fall haben wir alles hier. Ich kann auch gleich mal ein Fahrzeug bauen. Hier mit den zwei neuen Reifen. Das hat sich auch ein bisschen umgebaut hier, das Fahrzeug. Ein bisschen mal was ausprobiert, einfach so. Keine Ahnung, ein bisschen was rumgebaut. So. Können wir mal anmachen? Da habe ich hier sogar noch einen Baumstamm hier stehen. Die hätte ich gehabt, damit das Fahrzeug nicht kippt. Glück. Boom. Da wird schon bald alles noch drauf geknallt. Aber das Geile ist, wir hiervon haben jetzt mega viele. Brauchen wir zum Craft.
mega nice. Da haben wir sogar ein bisschen Mucke. Toll, sag ja, also mittlerweile mehr ich viel Krempel. Mega viel. Ich könnte mal eigentlich ja so reinschreiben, ob die Mucke euch nervt oder so. Das Coole ist halt, wenn wir weggehen, dann, naja, wird's immer leiser und, naja, dann hören wir jetzt irgendwann nicht mehr. Deswegen, ich lasse jetzt einfach mal an. Ich denke mal, die stört jetzt nicht so sehr, weil wir wollen ja eh gleich wieder ein bisschen weiter Kunden gehen. Und mal gucken. Die Blöcke, wie man die herstellt. Wir brauchen alle ungefähr das gleiche. Dann die Blöcke. Die Blöcke. Oh! Von denen hier brauchen wir gar nicht so viel. Sekunde mal. Das können wir doch gerade craften. So, dann haben wir davon schon mal genug. Dann können wir ja schon das nächste craften. Dich stellen wir mal gerade hier hin. Ja, dich können wir da stehen lassen. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Und ich glaube, die nächste Sache fällt da von oben runter. Ich habe keine Lust, dass sie alle aufeinander liegen. Genau. Cooles Teil. Ich finde immer noch die Dimension so ein bisschen unrealistisch. Beim Tragen wäre, wie gesagt, die andere Position gar nicht schlecht. Aber ich will mal gerade was ausprobieren. Da stand drin, man kann Loks und sowas drin blazen. Insert. Haha. Nice. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug machen würde, wo ich das drauf machen könnte, dann könnte ich es zum Baum farmen, die alle sammeln und dann haben fehlen nur noch die besseren Reifen. Sind noch zwei Stück. Mhm. Guck mir noch mal, was fehlt. Ach, das war der Honig. Ah, und stimmt. Ich habe, wie gesagt, zwischen den Folgen noch Honig gefunden. Aber nicht viel. Ich habe jetzt dreimal Honig. Also zwei Stück habe ich gefunden. Wir hatten ja letzte Folge nur ein. Mit drei. Das war, glaube ich, hier hoch irgendwo an so einem Felsen. Möglich mal gucken. Wir müssen mal gucken, dass wir ein Auto bauen, wo das Teil dann draufkommt. Zack. Wasser habe ich auch gefunden.
Alles ein bisschen weiter weg. So, haben wir noch mehr? Ja, doch, haben wir. Ja, wie gesagt, ab hier erst bauen. Blam, 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 blam. Oh. So, war ein Metall stand da eigentlich auch, dass er ist. Aha. In 3 Minuten kommen die alle. Hab ich hier die Eimer noch gefüllt? Ja, jetzt schön hätte ich nur mehr. Ja, na gut, nach 2 Minuten 50. Derzeit können wir ja erstmal, wie gesagt, hier aufräumen. Na gut, das stimmt, das könnten wir machen schon mal. Nee, von denen haben wir langsam echt zu viele. Ich mal los bin. So. Nee, ich mal die Dings ums Essen. Ja, das, was mir jetzt gerade nicht einfällt, haben wir mal gegessen. Radieschen? War das Radieschen? Ich glaube schon. Ich glaube, wir haben gerade ein Radieschen gegessen. Bin mir echt gerade leider nicht sicher. Entschuldigung. Egal. Passt schon. Wir haben irgendwas gegessen. Ups. So. Was echt gut ist, dass wir langsam unser Inventar ziemlich leer haben. Machen wir lieber so. Er will direkt schon auf unser Feld gehen. Ey, Schakos kommt erst in 21 Sekunden. Das reicht. Den benutze ich noch für unser...
falls wir eine Kuh finden. Weil auf jeden Fall, ich habe auch Kühe auf jeden Fall gesucht. Ich wollte ja auch schon eingesperrt haben, aber hier in der näheren Umgebung kann ich das echt ziemlich vergessen. Weil irgendwie hier die ganzen Roboter bringen, die ganzen Roboter, zumindest die mit der Mistgabel, bringen die ganzen Kühe um. Oh, was ist? Ach, das ist der Musikblock von den ein Bot. Dem kann man Musik machen. Machen wir mal erstmal Deko. Oh! Haben wir schon direkt zwei. So. Weil es war total nervig, auch die Baumstämme da hin und her zu schleppen, weil man echt, wie ihr seht, sehr langsam läuft. Ja, ich esse die Möhre jetzt, dann ist sie weg. Habe ich mehr Platz im Inventar? Ja, wie gesagt, wenn wir uns Kühe oder so besorgen, weiß ich auf jeden Fall, wo ich eben schon am Satz dran war, wo ich ja zurück zur Anfangsbase gegangen bin, da hinten waren ein paar Kühe gewesen. Ich glaube sogar bis zu 4 Stück, falls sie nicht wieder umgebracht worden sind, alle. Warte mal. Sieht ein bisschen doof aus, aber egal. Hauptsache Licht für das Fahrzeug. So, dann. So. Mal gucken. Mein Gott. Wo kann ich nicht da einfach? Kann ich mit Schiff? Oh. Ja gut, ich bin nicht so geübt in der Tastatur.
Ja. Ist das jetzt auch mal wieder was? So. Der dreht richtig rum. Also ich merke auf jeden Fall, wie die anderen Reifen mega geil sind, aber... Also dann nun... Das wäre das erste Auto, mit dem man eigentlich fahren könnte. Ja. Juhu. Hallo? Mein Gott, wieder die Tastatur, die von alleine läuft. So. Daher, dass wir jetzt erstmal tendenziell Reifen haben, den wir jetzt Richtung, da geht auch mal eingestellt. So. So. Aus dem hier so ein kleines Quad bauen, hätte schon Lust. Ah, so ein kleines, oder so ein kleiner Trick, wisst ihr. Aber länger gemacht, der packt, macht immer die Hebebühne in die Mitte, ja. Ich will hier unten dran, das geht ja nicht, wenn da die Hebebühne hier so groß, flächig bedecken ist. Ich will ein kleines Fahrzeug bauen. So. Gucken wir mal gerade nach. Ich bräuchte. Warte mal. Ich habe ja.
Obwohl. Ziehen wir mal gerade den ganzen Krempel. So, dann noch einen anderen Motor. Ich glaube, ich probiere das ja erstmal mit dem hier am besten aus. Seid richtig rum. Hier ist richtig rum, aber war der nicht. So, falscher Knopf. So. Frage jetzt noch, tut der immer noch Eiern? Wahrscheinlich. Okay, so. So. Es lässt sich wesentlich besser steuern, ja. So, wenn vorne schon mal die okayen Reifen sind. Klar, hinten hüpft er jetzt immer noch rum. Aber solange es nicht bei der Lenkung ist. Boah. Also ich freue mich schon richtig darauf. Mit einer richtig guten Lenkung. Ich muss ein Motorrad bauen. Dann habe ich nur zwei Reifen. Dann wäre es okay. Cool. Ja, dann ist das eigentlich ja erstmal so gar keine schwachsinnige oder schwachsinnige Idee. Wie viel Abstand muss man hier hinten haben?
Kiste. Ja, ob die... Warum dreht schon wenigstens richtig rum? Immer noch wenigstens gefallen. Ach, egal, dann testen wir so. D. A. Ne, ist wieder verkehrt herum. Ich wusste es. D. A. Ja. So. Mit den zwei schönen Fahrzeugen entlasse ich euch von hier. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben natürlich freuen. Ja, und wenn ihr noch mehr Flugs sehen wollt, dann schaltet bei mir wieder ein. Ciao, mit V.